Energetische Hirnaktivierung mit Licht ist ähnlich wie die mit dem Stirn-Hinterkopf halten, eine ganz, ganz wertvolle Technik, um unser Stirnhirn und damit unser Homo sapiens sapiens Gehirn über eine verbesserte Durchblutung einzuschalten. Wenn wir unter Stress stehen und damit unter dem Einfluss unserer Stresshormone kommt es ja zu einer Minderdurchblutung, vor allem im Stirnhirn. Und damit werden diese Hirnareale, die eben für uns als Homo sapiens sapiens wichtig sind, ausgeschaltet. Und interessant ist, dass die Neurologen des letzten Jahrhunderts, des letzten Jahrtausends mittlerweile, als sie unser Hirn kartografiert haben, also herausgefunden haben, welche Hirnareale wofür zuständig sind. Als sie das Stirnhirn untersucht haben, haben sie herausgefunden, dass bei Aktivierung dieses Hirnteils praktisch nur eine Wahrnehmung von Licht kommt. Und das war am Anfang ein bisschen verwunderlich und irritierend, aber wenn wir uns Redewendungen vor Augen führen und Erinnerung führen, wie es geht mir ein Licht auf oder im Lichte dieser Erkenntnis oder Licht in eine Sache bringen oder etwas ist sonnenklar oder auch jemand ist hell auf der Platte oder ein helles Köpfchen, ja, oder gar Erleuchtung, dann spielt da überall dieses Licht mit. Also Licht im Stirnhirn ist ein Zeichen dafür, dass wir wirklich im Zustand unseres Homo sapiens sapiens sind, als der wir eigentlich angelegt sind, der wir nur nicht sein können, wenn wir unter Stress stehen, weil wir dann in den Höhlenmenschenmodus zurückfallen. Mehr zu dieser Technik und zu vielen anderen Stresslösungstechniken findest du auch in einigen meiner Artikel in meinem Seelenfitness-Blog und ich würde mich freuen, wenn du mich da besuchen kommst und dir die eine oder andere wertvolle Anregung holst.